auch vom Verfassungsschutz überwacht, ist mir schon klar, ist auch gutes Recht, dürfen Sie machen, Sie gehen da. Aber ich sage immer wieder, wir müssen mit allen Leuten zumindest ins Gespräch kommen, ins Gespräch suchen, müssen uns mit denen auseinandersetzen. Von vornherein sagen, ihr seid für uns tabu, mit euch reden wir nicht mal. Ja? Also ich hatte dieser Tage schon erzählt vorhin auch Besuch von Scientology, die waren auch mal da. Sagten sie ja auch eine Kirche, gut, das Gespräch darf man nicht verweigern. Die Fernsehsendung Übereinstimmung, wir müssen eine andere Frage fassen, keine. Prinz Hassan beklagte dann den Mangel von zukunftsträchtigen Visionen für mögliche Kooperationen im derzeitigen Ostkonflikt, Visionen über Sicherheit, ökonomische Belange, Infrastruktur, Energiefragen und so weiter. Im Irak, auch auf den Konflikt ist er eingegangen, müsse vor allem die nationale Souveränität geachtet werden. Er sagte, die Regionen müssen eigentlich massiver auf die staatlichen Organe einwirken, aber sie müssen sich selbst ihrer eigenen religiösen Tradition verpflichtet wissen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im innerreligiösen Dialog, meine Damen und Herren, wo ich auch sehr viel Wert drauf lege, auch für unseren Ortskern. Es dürfen Identitäten nicht verwischt werden im Sinne eines innerreligiösen Mischmaschs. Ja. Das will keine Region. Es darf auch keine Abwerbung erfolgen, die nicht ihr eigen ist. Es muss einfach hier eine gewisse Toleranz vorhanden sein. Dann Prinz Hassan forderte, wie gesagt, auf die staatlichen Organe einzuholen. Seit der religiösen Fanatiker dürfen nicht erlauben, die existenziellen Nöte der Bevölkerung für ihre Zwecke zu missbrauchen. Der Islam müsse durch den Friedensprozess letztlich noch gewonnen werden. Der interreligiöse Dialog darf außerdem nicht parallel zum politischen Dialog geführt werden. Hier liege eine wesentliche Aufgabe von Religions for Peace. Das könnte auch auf örtlicher Ebene heißen. Man muss hier vielleicht auch zu den Treffen immer wieder Leute von der Stadtverwaltung mit einladen, vom interkulturellen Rat oder was es hier gibt in der Stadtverwaltung. Diese Leute sind eigentlich wichtige Schlüsselfunktionen, die dann auch Ideen, die sie hier haben, wieder in die politischen Kommunen reintragen können. Kurz noch ein paar Sätze zu den vier Plenarsitzungen, die dann jeweils in den vier folgenden Tagen abgehalten wurden. Vormittags, nachmittags waren dann kleinere Workshops, wo dann auch kleinere Gruppen untereinander berichten konnten, das war sehr interessant, diese Workshops. Diese vier Plenarsitzungen führten dann zu den Themenfeldern der Konferenz und da waren bedeutendste Persönlichkeiten aus dem politischen und religiösen Kontext eingeladen. In der ersten Plenarsitzung, nenne ich Ihnen nur mal ein paar Namen, damit Sie die Hochgerätigkeit sehen, befasste sich eine Vertreterin der UNICEF, Frau Anne Benneman, der frühere Staatspräsident des Iran, Mohammed Khatami, der eingekommen war, Dr. Andrew Mack, Direktor des Human Security Center in Kanada, Professor Hans Kühn, Präsident der Stiftung Welt und des in Tübingen mit dem Generalthema der Konferenz. Sie fordert übereinstimmend den Dialog der Regionen und Kulturen, die Zusammenarbeit und das gegenseitige Lernen voneinander als ein wichtiger Schritt gegen Gewalt und zu nachhaltiger Sicherheit. Weltweite Sicherheit braucht jedoch eine globale Ethik, forderte Hans Kühn, gemeinsame ethische Grundpositionen. Deshalb müssen die vier ethischen Standards in allen Regionen diskutiert werden. Wichtig wäre aber auch ihre Akzeptanz durch die Menschen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören. In der Schlusssitzung wurde dann übrigens die Weltethos-Erklärung von Hans Küng als Basis für die weltweite Arbeit von Religions for Peace einmütig und einstimmig angenommen. Eine zweite Plenarsitzung befasste sich mit dem Thema nachhaltige Sicherheit durch Konfliktbewältigung. Erzbischof John Baptist Odama aus Uganda, Mustafa Seric, Reis Ululema aus Bosnien-Herzegowina, Frau Ella Gandhi vom Gandhi Development Trust in Südafrika, Bischöfin Victoria Cortes, Vizepräsidentin der Lateinamerikanischen Lutherischen Weltföderation aus Nicaragua, Salomon Muin, Jugendkoordinator aus Liberia, berichtet von internationalen, interreligiösen Räten in ihren Ländern, die eine ganz wichtige Rolle bei der Konfliktbewältigung verschiedenen Regionen gespielt haben. Mangelnde Kooperation der Regionen, für dich typisch für Afrikaner, ist Bischof Odama von Uganda mit zwei Elefanten. Er sagte, wenn zwei Elefanten, eine neue Region, gegeneinander kämpfen, ist das Gras unter ihnen kaputt. Mustafa Seric sagte, es ist an der Zeit, dass im Heiligen Land kein heiliger Krieg, sondern heiliger Frieden einkehrt. Der Terrorismus muss an der Wurzel zerstört werden. Wahrheit und Gerechtigkeit seien die Grundlagen, auf denen Vertrauen wachsen kann.
Die dritte Plenarsitzung befasst sich mit dem Thema Beförderung der Friedensbemühungen durch Friedenserziehung. Das ist ja auch eine Thematik, die Sie nachher noch weiter verfolgen wollen. Referenten waren einfach mal Konare Osmani, Rabbi David Rosen, Direktor des interreligiösen Beziehungen des American Jewish Committee aus Israel, Bischof Mumbet Dandala, Generalsekretär der Afrikanischen Konferenz der Kirchen aus Südafrika, dann Kenneth Hackett vom Catholic Relief Service aus USA. Ich kriege schon ein Zeichen aufzuhören. Darf man es noch zu Ende machen? 2, 3 Minuten noch? Ja. Und einige andere sagten, dass vor allem in der Friedenserziehung eine Kooperation notwendig ist. Aufgabe der Region müsse es sein, Versöhnungsstrategien zu erarbeiten und die notwendige Versöhnungsarbeit selbst zu leisten. David Rosman hat auch eine sehr politische Rede gehalten, wo auch die Terrorakte massiv verurteilt hat, auch die jüdischen. Interessante Plenarsitzung, da möchte ich noch ein ganz konkretes Beispiel nennen. Vierte Plenarsitzung, Sicherheit durch nachhaltige Entwicklung, wird jetzt einfach übergehen. Ich möchte nur noch zitieren, was der frühere Ministerpräsident aus Norwegen sagte. Es ist wichtig, dass die Region eine hohe Sensibilität in der Armutsfrage hat. Es kann nicht sein, sagt er, dass die Regionen zusehen, wenn 4 Millionen Kinder sterben, bevor sie 4 Wochen alt sind. Eine schreckliche Zahl. Ne? Und er sagte, auch das ist eine interessante Zahl, es würden bereits 0,7% des nationalen Einkommens genügen, um die Armut in aller Welt zu beseitigen. 0,7% des nationalen Einkommens würden genügen. Schlusssitzung, Abschiedssitzung, würden Statements nochmal vorgetragen von den Untergruppen. Und dann waren interessante Statements aus Konfliktregionen, aus Jerusalem, Sudan, Sri Lanka, Irak, Palästina, Korea und Mittelosten. Dabei kam es zu einer sehr, sehr kritischen Szene, die will ich Ihnen am Schluss nicht vorenthalten. Der Oberrabbiner der Ashkenazim aus Jerusalem, Jonathan Metzger, betrat das Podium, großem schwarzen Hut, langer schwarzer Mantel, Zöpfe, sprach sehr ruhig, sehr sachlich, hat die Entführung der 3 israelischen Soldaten im Libanon beklagt, ohne auch nur mit einem einzigen Wort das massive Vorgehen der israelischen Armee im Libanon zu erwähnen. Und er forderte nachdrücklich zum Dialog auf, auch wenn es palästinensische Muslime abgelehnte, während der Konferenz, da gab es einen großen Esssaal, wo man in einzelnen Tischen sich einfach dort hinsetzte, wo gerade frei war, wo er die Muslime eingeladen hat, dass Palästina doch an seinen Tisch Platz zu nehmen, die haben das abgelehnt. Nein, mit denen setzen wir uns nicht an einen Tisch. Sei ein Dialog unmöglich, das haben wir gerade eben gesehen, sagt er. Ohne Dialog gibt es keinen Weg zum Frieden. Und er nennt dem Generalsekretär von Orientierungs- Internationalen einen Koran und eine Bibel übergeben, die für die israelischen Gefängnissen eingekerneten Palästinenser seien. Leider fanden diese Worte und Gästen keine Antwort und ein Zeichen des aufeinander Zugehens, etwa der israelischen oder palästinensischen Delegierten. Damen und Herren, zum Schluss. In dieser Situation, dieser sehr kritischen und auch wieder persönlichen Situation, wurde deutlich, was ein japanischer Künstler zu Beginn der Konferenz mit einem großen Besen auf dem Plakat gezeichnet hat, Salaha an der Wand hing. Und zwar ein Zeichen, das so viel wie auf dem Weg sei bedeutet. Regionen sind noch auf dem Weg zueinander. Es ist ein steiniger Weg. Darüber können wir auch der musikalisch gestaltete harmonische Ausgang der Konferenz nicht hinwegtäuschen. Es bleibt nach dieser 8. Weltversammlung die Hoffnung, dass die Wege der Regionen weiterhin aufeinander zugehen, auf das gemeinsame Ziel zum Frieden, auf der Basis der Gewaltlosigkeit und der nachhaltigen Sicherheit. So viel jetzt stark gekürzt, mein Beitrag, damit das Programm nicht total durcheinander kommt. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie noch Fragen haben, ich bin auf jeden Fall bis kurz nach 5 noch bei Ihnen. Dann muss ich mal bei Zügeln in der Nähe, dass ich wieder reinkomme. Ich werde mich schon schnell bei einem Zug wieder bekommen, damit ich noch heute zu angenehmer Zeit nach Hause komme. Ich habe morgen auch wieder Dienst. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Breite, für diese doch sehr informationsreichen Worte, die sich praktisch Religions for Peace auf der höchsten Ebene, der Bundesebene, sozusagen internationalen Bundesebene
repräsentiert und zu unseren Aktivitäten führt, um gerade diesen, diesen Friedensgedanke nach vorne zu treiben. Und gerade die ersten Worte, die Sie am Anfang erwähnten, dass es vielen auch wichtig war, dass praktisch die Ortsgruppen, also dass diese ganze Geschichte mit Religion, Religion ist keine Institution, die nur auf den oberen Stufen sozusagen arbeitet und das eigentliche Volk sozusagen nicht davon mitbekommt. Gerade deswegen denke ich, sind wir hier heute zum Beispiel zusammengekommen, um auf dieser Ebene jeden Fall Vorurteile abzubauen und um die Religion besser kennenzulernen. Und das ist doch heute ganz gut gelungen, dass wir doch so viele Gäste hier erwarten konnten. Nun kommen wir zum Motto dieses heutigen Tag der offenen Tür, der religiösen Erziehung. Und darf ich jetzt bitten, vielleicht, dass die einzelnen Religionsvertreter kurz in 5 bis maximal 10 Minuten aus dem Standpunkt der eigenen Religion etwas dazu sagen. Das heißt, wie sieht die eigene Religion dieses Thema mit religiöser Erziehung? Was sagt die eigene Religion dazu? Ist das überhaupt machbar? Ist das nicht machbar? Und ja, dann darf ich zum Herrn Peter Kaufmann, die ich euch nochmal zu einer Thema der religiösen Erziehung natürlich auch so zu verstehen ist, was macht die eigene Religion auch oder was für Aktivitäten, was für Maßnahmen ergreift die eigene Religion, um diese interreligiöse Erziehung nach vorne zu treiben. Das heißt, innerhalb der Religion auch. Also nicht nur das Zusammenspiel mit anderen Religionen, was macht die eigene Religion auch im eigenen Bereich? Ja, zunächst einmal freue ich mich, heute hier vor Ihnen als Vertreter unserer Vaishnava-Gruppe der ISKCON Wiesbaden Rhein-Main Taunus sprechen zu dürfen. Zu diesem sehr wichtigen Thema. Wenn man von interreligiöser Erziehung Begriff hört, denkt man zunächst einmal an Erziehung von, also Erziehung meistens etwas, was die Kinder betrifft, also die Ausbildung oder Schulung der Kinder. Aber in unserer Situation, da wir alle in einer Kultur aufgewachsen sind, wo es keine interreligiöse Erziehung gegeben hat in unserem Schulsystem, betrifft eigentlich diese Forderung oder diese Anforderung uns als Erwachsene in erster Linie, bevor wir sie anwenden können auf die zukünftigen Generationen unserer Kinder. Weil wir haben alle sozusagen einen großen Nachholbedarf an Verständnis von unseren Glaubensbrüdern und Schwestern in anderen religiösen Traditionen oder Richtungen, die mittlerweile in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Welt zusammenleben. Nicht nur global, sondern eben auch ganz lokal, beispielsweise wie hier in Frankfurt, wo eben Menschen aus aller Welt zusammenkommen oder auch Menschen in aller verschiedenen religiösen Gruppierungen oder Glaubensrichtungen. Die Notwendigkeit von dieser interreligiösen Erziehung, oder vielleicht soll man einfach sagen, statt Erziehung ist das Bildung oder Austausch, ist vielleicht im Rahmen für Erwachsene besser angebracht. Ist irgendwie deutlicher als in der heutigen Zeit, aufgrund der
vielen Konflikte, die auch auf Religion basieren, auf diesem Planeten existieren. Ich kann vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner eigenen Familienerfahrung anbringen. Die Verlobte meines Sohnes bezeichnet sich oder versteht sich offiziell als Atheistin, obwohl sie eigentlich von all ihrem, sagen wir mal, von ihrem Erscheinen oder von ihrem Bewusstsein her alles andere ist als eine Atheistin, aber das ist zumindest das, was sie aufgrund welcher Erfahrung auch immer für sich in Anspruch genommen hat. Vor einiger Zeit, vielleicht vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, waren wir auf einem gemeinsamen Besuch in Frankfurt. Und in der Frankfurter Bahnhofsbuchhandlung hatten wir Zeit, bis der Zug uns wieder nach Hause brachte. Und jeder ging so nach den verschiedenen Abteilungen in der Buchhandlung entsprechend der Neigung oder Interessen. Und sie fand ein Buch, was sie, weil das Thema sie hat, auch aufgrund unserer Familienkonstellation, die interessierte, der Region, sie fand ein Buch über die Konflikte oder die Gewalt zwischen den Religionen, insbesondere am Beispiel, das war ein Autor, ein indischer Autor, der den Konflikt, den religiösen Konflikt zwischen Muslimen und Hindus in Indien darstellte. Und es ist halt ein sehr typisches Beispiel dafür, wie heutzutage, wo eben halt wir nicht mehr wo Religion nicht mehr selbstverständlich ist im Bewusstsein der Menschen und wo viele entweder ausgesprochene Atheisten sind oder zumindest Zweifler, Beistände, die eigentlich nicht genau wissen, wo sie hingehören, die keinen festen Glauben haben und eigentlich auch nach Argumenten suchen für das eine oder das andere, dass sie sich dieses Buch ausgesucht hat, weil gerade dieses Thema der Gewalt zwischen den Religionen eben halt eines der größten Ursachen ist für Zweifel, gerade in der heutigen jüngeren Generation, dafür, was Religion überhaupt an Wahrheitsanspruch haben kann. Das ist eine Nährwurzel oder ein Nährboden für Atheismus, die Gewalt zwischen den Religionen. Und für Jahrzehnte oder eine lange Zeitperiode hat sozusagen neben den gläubigen Menschen der verschiedenen Denominationen oder Religionen der Atheismus sozusagen ein Paralleldasein geführt. Aber wir kommen heutzutage, also es haben sich immer auch Menschen auch in alten Zeiten zum Atheismus bekannt, es gibt auch sogenannte atheistische Religionen. Aber in der heutigen Zeit sehen wir etwas, was praktisch ein Äquivalent zum militanten religiösen Fanatismus sich entwickelte. Entwickelt sich systematisch parallel dazu ein fanatisierter oder militanter Atheismus. Und das ist etwas, dem wir uns stellen müssen. Wir können uns dem nicht entziehen. Das wird sozusagen mit vielleicht sogar eine Überlebensfrage für uns als Religionsgemeinschaften in unserer Gesellschaft. Vor einigen 2, 3 Monaten war eines der großen Debatten zu diesem Thema in Deutschland die Absetzung der Mozart-Oper in Berlin. Aufgrund von Sorge, dass, ich weiß nicht, vielleicht ist in dieser Thematik bekannt, ansonsten kann ich es nochmal kurz erklären, also in dieser Oper geht es darum, es ist eigentlich ein Thema, was aus der griechischen Historie kommt, aus der griechischen Mythologie, aber die Inszenierung war halt so modernisiert und angepasst, dass in dieser Oper der Regisseur, der es arrangiert hatte, sozusagen als ein Beispiel, oder als ein Protest oder ein Pamphlet, wie er gesagt hat, gegen die blutrünstigen Götter, dass als Teil dieser Oper-Inszenierung die bluttriefenden
Köpfe von Mohammed, Jesus, Poseidon und man höre und staune Buddha gezeigt wurden. Es gab einen großen Aufschrei in Deutschland über diesen Skandal, dass man vor dem islamischen Terrorismus klein beigegeben hatte, die Kultur sozusagen eingeschränkt wurde aufgrund von dieser Angst. Dieser Aufschrei ging praktisch durch alle Parteien, durch alle kulturellen Medien und so weiter. Was mich gewundert hat, dass in dieser ganzen Debatte oder Diskussion, die da geführt wurde, es gab keine einzige Stellungnahme dazu, dass hier eine Inszenierung war, wo angeblich die Blutrünstigkeit der Religionen damit begegnet wurde, mit Gewaltdemonstrationen oder Gewaltakten gegenüber den Religionsgründern, beispielhaft sozusagen als Vertreter für alle Gläubigen, die hinter diesen Religionen standen. Also diese Gewalt der Enthauptung mit diesen garstigen Bildern, der Häupter von Mohammed, Jesus, Poseidon und Buddha, wo es eigentlich eindeutig wird, weil Buddhismus ist ja eigentlich eine Religion, die man in keinster Weise für irgendwelchen terroristischen Fanatismus oder Religionskriege oder etwas verantwortlich machen kann, sondern die eigentlich dadurch gezeigt wird, dass sie von der Gewaltlosigkeit sozusagen lebt. Und da hat sich eigentlich deutlich gezeigt, dass in diesem militanten Atheismus eine Gefahr besteht, die wir heutzutage noch gar nicht richtig einschätzen. Nämlich, dass es nicht eigentlich darum geht, den Terror zu bekämpfen. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Aber dass dahinter in vielfacher Hinsicht auch der Kampf oder der Kampf gegen die Religion schlechthin ist. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York hat es eine Reihe von Publikationen gegeben. Ich habe einfach mal zwei Beispiele mitgebracht, die diesen Punkt illustrieren. Das ist der Titel eines Buches, was in den USA 250.000 Mal, 250.000 Mal verkauft worden ist. Und da sehen wir The End of Faith, Religion, Terror and the Future of Reason und hier Abdruck einer blutigen Hand mit den Symbolen der verschiedenen Religionen, Judentum, Christentum, Islam und Hinduismus. Und hier ein anderes Beispiel von einer Webseite, da steht drauf, Picture a World Free from Religion. Und da ist dieses Bild von New York, noch mit dem World Trade Center. Also hier geht es nicht mehr um islamischer Terrorismus, sondern hier wird gleichgesetzt, Religion bedeutet Gewalt und die Zerstörung der Zivilisation. Vielleicht noch ein paar Sätze. Es gibt gerade einen Artikel in einer englischen Zeitschrift, die heißt Wired. Und da gibt es ein sehr interessantes Ergebnis, ich wollte das noch vorlesen, aber das ist zu lang. Wie der neue militante Atheismus sozusagen wirklich dazu übergeht, einfach etwas einzufügen in die Gesellschaft, wo das Endresultat sein soll, eine religionsfreie Gesellschaft. Wie Sir Elton John auch gefordert hat, dass alle Religionen verboten werden sollten. Und es geht wirklich so weit, wir können uns das heutzutage nicht vorstellen, aber es ist eine ähnliche Situation wie, sagen wir mal, in den Anfang der 30er Jahre in Deutschland. Man hätte sich nicht vorstellen können, dass nur 10 Jahre später unter der deutschen Bevölkerung, in der deutschen Gesellschaft, der Massenmord an Millionen von Menschen jüdischer Herkunft stattgefunden hat. So, diese Militanz ist da.
Die werden sich mit Sicherheit noch steigern. Und deshalb ist es absolut, das ist eines der Kriterien, warum es notwendig ist, dass wir als Mitglieder unserer Religion erstmal unsere eigene Theologie, unsere eigene Religion verstehen. Weil es ist nicht in der Situation ausreichend, dieser kindliche Glaube, wie in Amerika gibt es diesen Nursery Rhyme, Jesus loves me better know, because the Bible tells me so. Oder in allen Religionen, wir können mit unserem Glauben mit eigentlich sehr wenig Theologie auskommen. Wenn wir von unserer Natur her ein Gott zugewandtes Wesen sind. Aber in dieser Auseinandersetzung, der wir entgegengehen, wird es von uns erwartet werden, dass wir alle unsere eigene Theologie und auch die Theologie unserer Religionsschwestern und Brüdern in anderen Religionen verstehen werden. Und vielleicht eine Anregung dafür. Wir haben diese Gruppe von BCAP, das ist mit Sicherheit eine sehr gute Plattform. Aber die beste Plattform, um das zu erreichen, ist der persönliche Austausch. Als von Person zu Person, von Familie zu Familie. Beispielsweise, ich habe kürzlich ein interessantes Buch gelesen über die Verbreitung des Sufismus in Indien. Lange bevor die türkischstämmigen Invasoren nach Indien gekommen sind, war der Sufismus in Indien schon für 200-300 Jahre etabliert. Nicht durch kriegerische Auseinandersetzungen, sondern einfach durch das Gespräch. Das war ja richtig voll. Das ist ja toll. Ja, danke Peter für diese aufrüttelnden Worte. Ich will es kürzer fassen und nicht so grundsätzlich angehen. Verkehrt mit den Anhängern aller Religionen im Geiste des Wohlwollens und der Brüderlichkeit, sagt Bahá'u'lláh. Und was ich eigentlich sagen will, ist, dass das von Bahá'í-Seite her interreligiöse Erziehung eigentlich sich von selbst versteht. Wenn man versucht, die Bahá'í-Theologie ganz, ganz knapp zusammenzufassen, dann sagen wir glauben, dass es einen Gott gibt, eine Religion und eine Menschheit. Und das hat als Konsequenz ganz einfach notwendigerweise das Kennenlernen aller Religionen und die Erziehung in allen Religionen. Denn wir gucken Einheit der Religionen, also mir kam da so ein Bild, wir können das verstehen vielleicht als eine Perlenkette, und das sind eigentlich nicht die einzelnen Perlen, die Religionen, sondern Einheit der Religion heißt eigentlich, dass es eine Religion Gottes gibt und die Kette, die ganze Kette, das ist die Religion. Und die kommt erst zustande durch die verschiedenen Perlen. Und das ist eben die buddhistische Perle, die christliche Perle, die muslimische Perle und so weiter und so weiter. Und in der Bahá'í-Gemeinde ist es eigentlich selbstverständlich, dass schon die Kinder dort, wo die Gemeinden groß genug sind und wo Kinderklassen eingerichtet sind, dass die eben von Adam an die ganze Religionsgeschichte lernen und lernen, dass alle Offenbarer, alle Religionsstifter, dass sie eine Einheit bilden, eine Wirklichkeit auf einer Ebene stehen und dass man die Bahá'u'lláh uns auffordert, keine Unterschiede zwischen ihnen zu machen. Ja, das ist vielleicht schon eine der konkreten Dinge, wo ja auch danach gefragt wird, wurde, was in den Religionsgemeinschaften konkret gemacht wird für den interreligiösen Dialog oder für die interreligiöse Erziehung, dass es eben schon bei den Kindern anfängt, dass sie in allen Religionen erzogen werden und dass ihnen eben größte Achtung beigebracht wird, oder ja, dass sie lernen, größte Achtung für alle Traditionen, für jede Religion, für jede Offenbarung zu haben. Und eigentlich ist es so, dass bei allen Angeboten, also in den letzten Jahren, hat die Bahá'í-Gemeinde verstärkt
Initiativen ergriffen, zum Beispiel in Studienkreise zum Studium, wo man gemeinsam einfach zusammenkommt, ohne dass es einen Lehrer oder so etwas gibt, sondern nur einen Moderator, der die Gruppe begleitet, dass man zu Studienkreisen zusammenkommt, wo man gemeinsam das Wort Gottes studiert. Und es ist offen für alle Menschen. Es ist zwar in der Bahai-Gemeinde entstanden für das Bahai-Gläubige, aber inzwischen ist es so, dass wirklich jeder dazukommen kann. Und genauso eben die Kinderklassen, die werden nicht nur für Bahai-Kinder angeboten, da können Kinder aller Herkunft dazukommen. Oder ein anderer Schwerpunkt in den letzten Jahren sind Andachtsversammlungen, wo man eben gemeinsam andächtig zum Gebet, zur Meditation zusammenkommt. Und das ist offen für Anhänger aller Religionen und da können selbstverständlich Gebete aus allen Traditionen gesprochen werden. Vielen Dank, Herr Sauer. Dann würde ich als nächstes die Religion.